Das virtuelle Gebäude. BIM mit Archicad. Archicad ist das seit über 20 Jahren bewährte Planungswerkzeug für Architekten. Schon seit der ersten Version dreht sich alles um das virtuelle Gebäude. Seit kurzem wurde dieser Begriff auch im Englischen aufgegriffen und wird als BIM, Building Information Modeling, bezeichnet. Schon seit 1984 ist ein dreidimensionales Gebäudemodell das Kernstück von Archicad. Stellt man sich davor, erhält man eine Ansicht, schneidet man durch das Gebäude einen Schnitt. Und der Grundriss ist im Endeffekt ein Horizontalschnitt. Aber nicht nur das. Die Arbeit mit BIM liefert immer auch aktuelle Daten. Egal wo Sie arbeiten immer am Modell. Sei es im Grundriss, im Schnitt, in der Ansicht oder sogar in den Listen, die eigentlich nur eine alphanumerische Sicht auf das Gebäude sind. Archicad arbeitet objektorientiert. Das heißt, Sie erstellen Ihr Modell mit virtuellen Bauteilen wie Wänden, Decken, Stützen, Unterzügen, Fenstern oder Türen. Und da wir uns in einem Modell befinden, passen sich die Bauteile in ihrer Darstellung auch immer dem Maßstab an. Sie bauen 1:1 und Archicad erstellt für Sie die passenden Pläne in dem gewünschten Maßstab. Archicad ist wie ein Gebäude auch in Geschossen organisiert. Über den Navigator schalten Sie zwischen den Geschossen um. Und wenn Sie mal eine andere Sicht, wie zum Beispiel ein anderes Geschoss oder die Ansicht dazu sehen möchten, blenden Sie diese einfach über die Transparentpause ein. Mittels des Schnittwerkzeugs erstellen Sie an der gewünschten Position einen Schnitt. Da dies ein Modellschnitt ist, können Sie wie im Grundriss auch direkt am Modell hier weiterarbeiten und alle Änderungen sind sofort überall sichtbar. Das gleiche gilt für eine Ansicht. Sie erstellen die Ansichtslinie und Archicad erstellt dank BIM-Technologie die Ansicht. Da Archicad objektorientiert arbeitet, sind neben den Grundrissen auch die Schnitte und Ansichten maßstabsgerecht. Und über die passenden Layer bzw. Ebenensteuerung blenden Sie immer nur den gewünschten Inhalt in die Zeichnung. Oft kommt es vor, dass sich Bauteile wiederholen. Dazu bietet Archicad Module an, die oft eingesetzt werden, sich aber nur auf eine Quelle beziehen. Und ändern Sie diese Quelle, ändern sich auch alle eingesetzten Kopien. Da nicht alles dreidimensional dargestellt werden soll, gibt es natürlich auch ein Detailwerkzeug. Hier stehen Ihnen alle 2D-Werkzeuge zur Verfügung, um die auf dem BIM basierenden Details zu verfeinern. Und sollte sich im Modell etwas Grundsätzliches ändern, lässt sich dies auch schnell im Detail neu aufbauen. Zu einer CAD-Lösung gehört auch immer eine Rendering Engine. Mit der eingebauten Lightbox Rendering Engine erstellen Sie hochwertige Renderings mit weichen Schatten und Spiegelungen oder zum Beispiel skizzenhaften Charakter. Aber natürlich besitzt Archicad auch direkte Schnittstellen zu Atlantis Rendering oder zu Cinema 4D. Und alle anderen 3D-Programme erreichen Sie über allgemeine Schnittstellen wie zum Beispiel 3DS. Am Ende des Tages müssen Sie natürlich Pläne erstellen. Im Layout-Bereich ziehen Sie einfach alle gewünschten Sichten auf die Blätter. Hier unterstützen Sie zahlreiche Automatismen wie automatische Platzierung, Neuerstellung von Blättern oder Autotexte für die Beschriftung, um schnell und zuverlässig zum Ziel zu kommen. Und da die Welt nicht nur aus gedruckten Plänen besteht, muss Ihr CAD-Programm auch zuverlässig mit anderen Programmen aus anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Archicad bietet umfangreiche Schnittstellen wie DWG, DXF oder PDF für den täglichen Datenaustausch. Alle Pläne werden über den automatischen Publisher ausgegeben. Einmal eingestellt, merkt er sich alle Ausgabedaten und publiziert bei Bedarf einen neuen Satz Daten, ohne dass Sie noch einmal Hand anlegen müssen. Neben den 2D-Daten können Sie natürlich auch das Modell übergeben, sei es zum Rendern oder zur Weiterbearbeitung mit anderen Disziplinen. Dazu steht Ihnen das IFC-Format zur Verfügung. Über das IFC-Format wird das komplette Gebäude mit der gesamten Intelligenz übergeben, sodass bei einem Fachplaner auch wirklich Wände, Fenster, Türen, Räume, Decken oder Unterzüge ankommen. Immer wichtiger ist die Zusammenarbeit im Büro auch mit externen Mitarbeitern. Archicad for Teamwork ist die einzige Client-Server-Lösung out of the box. Der BIM-Server, eine Datenbank-Server-Applikation, verwaltet die BIM-Daten und die Zugriffe darauf. Alle Mitarbeiter können mit bestimmten Rechten darauf zugreifen und so gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Da bei Teamwork nur die Änderungen eines Mitarbeiters übertragen werden und nicht das gesamte Projekt, dauert das Senden und Empfangen auch nur wenige Sekunden. Alle Reservierungsinformationen sind permanent aktuell. Sie sehen sofort, wem ein Element gehört. Und sollten Sie eines benötigen, können Sie es einfach über das eingebaute Mitteilungssystem anfragen.
Und dazu müssen Sie sich nicht einmal im Büronetzwerk befinden, denn der BIM-Server kann auch von außen erreichbar sein. Archicad ist sowohl für Mac wie auch für Windows verfügbar. Wir unterstützen natürlich auch die neuesten Technologien, indem wir zum Beispiel eine native 64-Bit-Version anbieten, die alle Ressourcen ausschöpfen kann. Mit Archicad geben wir Ihnen ein praxiserprobtes und erfahrenes Programm an die Hand, mit dem schon viele Klein- und Großprojekte erfolgreich umgesetzt wurden. Die BIM-Technologie, seit den ersten Tagen von Archicad die Kernidee, unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit, führt Sie schneller und effizienter zum Ziel und hilft Ihnen in der Planungsphase so effektiv wie möglich zu arbeiten. Vertrauen auch Sie, wie mehr als 100.000 Architekten weltweit, auf dieses ausgereifte Architektur-CAD-Produkt.